Ja, hallo. Heute geht es weiter und zwar möchte ich in Ergänzung zum letzten Video mit den If-Then-Befehlen, also zu den Verzweigungen, noch etwas hinzufügen. Und zwar den Select Case, also einen Fall auswählen sozusagen auf Deutsch. Das heißt also, mit den If-Then-Anweisungen kann man ja schon einiges anfangen. Es ist aber so, wenn jetzt nach bei einer gewissen Anzahl wird es dann unübersichtlich und auch etwas unpraktisch, weil es auch relativ viel Schreibarbeit ist. Für diesen Fall gibt es dann ersatzweise noch den Select Case. Also das ist im Prinzip die Erweiterung für die If-Then-Anwendungen. Für den Anfang wird man das vielleicht nicht unbedingt gleich brauchen, wenn man so einfache Übungsaufgaben programmiert. Aber es ist auf jeden Fall gut, das zu wissen, wenn man dann, wie gesagt, mehr Unterscheidungen wie immer nur zwei oder drei Stück braucht. Ich habe schon mal ein einfaches Beispiel vorbereitet. Nicht erschrecken, sieht ziemlich viel aus, ist aber eigentlich auch vom Prinzip her wirklich einfach. Und wenn man das Prinzip verstanden hat, dann ja, macht es auch Sinn und ist das eigentlich alles halb so wild. Ich habe mal wieder einen Sub mit dem Namen Test angelegt und habe dann mal ein Beispiel anhand von Namen genommen. Das heißt, wir gehen mal davon aus, wir haben irgendwo eine Inputbox zum Beispiel oder eine Zelle, irgendwo ein Eingabefenster, von dem wir unseren Wert beziehen. Ich habe das mal gemacht über unser Tabellenblatt, über die Zelle A1. Und zwar, ich habe erstmal den Namen, wir wollen ja Namen unterscheiden und dann soll etwas passieren. Das heißt also, ich habe erstmal den Namen als String deklariert, also als normalen Text. Und habe dann gesagt, es geht im Prinzip schon los. Der Name ist gleich Arbeitsblatt Tabelle 1. Zelle A1 und Value, also der Wert. Das heißt, hier zum Beispiel habe ich jetzt schon mal einen Namen eingegeben. Und auf diese Zelle bezieht sich dann eben der Select Case. Das heißt also, wir fangen einmal an. Select Case, das ist im Prinzip der Anfang dieser, ich sage mal, Prozedur. Und dann kommt eben der Name in dieses Select Cases. Und das heißt also, das muss dann natürlich gleich sein hier, weil der Bezug dann auch stimmen muss. Und dann sagen wir im Prinzip, also Select Case geht los. Case, also in dem Fall, dass in der Zelle A1 der Name André steht, passiert Folgendes. Und ich habe jetzt mal wieder unsere Übungsvariante genommen. Debug.print, ja. Das heißt also, der erste Fall, also sozusagen if, der Name ist gleich André, dann soll ja dastehen. Im anderen Fall steht der Name Andrea da, soll zum Beispiel nein dastehen. Nächster Fall, wenn zum Beispiel da steht, wenn Andreas drin steht, soll da drin stehen oder soll uns ausgegeben werden, vielleicht. Wie gesagt, Debug-Print kann man durch alles ersetzen. Durch Messagebox, durch eine Rechenoperation, durch eine Anzeige, durch eine Fehlermeldung. Eine Zelle soll sich färben. Irgendetwas. Also das ist ja nur irgendein Beispiel, was dann eben passieren soll. Also wie genau das gleiche wie bei einer If-Then-Anwendung. Was soll einfach nur passieren, wenn das und das passiert ist? Ich gebe das jetzt einfach mal ein. Ich drücke mal oben auf Start und wir sehen, vielleicht wird uns ausgegeben. Das heißt, der Name Andreas muss ja hier vorne stehen und das stimmt auch. Ich gebe jetzt mal Andrea ein und in dem Fall müsste jetzt Nein kommen und es kommt auch Nein. Weil wir eben, weil der Fall eingetreten ist in der Zelle, die wir hier oben
als unsere Quelle deklariert haben, sozusagen, kommt Andrea vor oder wurde eingegeben vom Anwender und deswegen erscheint dann bei uns als Kontrolle nein. Also im Prinzip einfach nur anstatt, dass man einfach if hinschreibt, if das und das ist gleich das, kann man das ja eben abkürzen, indem man einfach sagt, der Fall lautet so, der Fall lautet so, der Fall lautet so. Also schon sehr kürzer und übersichtlicher als eben die If-Then-Anwendung, wenn man, wie gesagt, mehrere, wenn ich jetzt noch sechs, sieben Sachen hinschreibe, dann wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Abkürzung, weil ich immer nur als Befehl das Case habe, wenn das und das, dann passiert das und das. Also im Prinzip können wir es kurz merken, Select Case für mehrere Fälle sozusagen, wenn das if denn einem dann, sag ich mal, zu aufwendig wird. Mehr ist es eigentlich nicht. Gut, das war es erstmal hierzu und danke fürs Zuschauen.